Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge sind wir ein bisschen im Schnee rumgetollt, haben komische Katzviecher gefunden, die uns beauftragt haben, Katz, was ist der Plural von Katz? Katz, oh, da kam, cool. Hast du ihn irgendwo da hinten dran? Lass mal sehen. Ich will das nicht als Entschuldigung nutzen, die auf den Hintern zu gucken, Velvet, ne? Und, ja... Wir sollen Katz in Truhen finden, in Katztruhen. Und ja, haben in der letzten Folge die Stadt Hellaves oder Heller von Sinn oder wie auch immer erreicht und müssen uns auf der Suche nach einem Schiff machen oder um jemanden, der ein Schiff fahren kann. Genau so war das, ne? Das Schiff ist irgendwie putt und wir brauchen jemanden, der das steuern kann. So war das, ne? Und wir müssen diesen Jungen finden, glaube ich. Ich glaube, den müssen wir nicht finden, aber ich habe vergessen, mit dem zu reden. Den könnten wir ja aussuchen. Mini Emil aus Tales of Symphonia 2. Diese Kerzen sind für Exorzisten und Soldaten, die für unsere Verteidigung ihr Leben gelassen haben. Wir können nicht viel mehr tun, als dankbar zu sein und uns an sie erinnern. Danke, das bedeutet mir viel zu wissen, dass es jemanden gibt, der sich um mich erinnern wird. Ja, übrigens, falls euch der Bad gefällt, könnt ihr einen Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen. Das würde mich sehr toll freuen, ne? Wir werden bald heiraten, ich bin überglücklich. Damit sind wir schon zwei. Die Exorzisten haben uns aus 3 Jahren andauernder Folter der Dämonen befreit. Wir können ihnen wirklich nicht genug danken. Wir können nur für ihre Sicherheit beten. Ich habe übrigens... Mit dem Sound bin ich jetzt zufrieden. Der ist so perfekt gewesen, wie es nur sein kann, für mich jedenfalls. Und ich werde das auch jetzt nicht mehr anfassen hier in den Einstellungen. Das wird jetzt den Rest des Spiels so bleiben. Ich hoffe, dass Thereses Messe bald losgeht. Ich will alles über die neue Weltordnung hören. Es dauert nicht mehr lange, also geduldig. Denk dran, Ordnung entsteht durch Gehorsam. Ja, Mama. Hör gefälligst auf deine Mutter. Die Leute scheinen ihre Schritte immer zu heimlich tun zu lenken, wenn sie ein wenig Zeit haben. Beinahe jeder hat seit der Dämmerung einen geliebten Menschen verloren. Meine nicht mal Media Exorzisten haben dafür gesorgt, dass Papas Seele beim Imperia ist. Du hast recht. Beten wir dafür, dass sein Geist beim Imperia die Ruhe findet, die er verdient hat. Ah, wenn ich irgendwas natürlich vollkommen falsch ausspreche, dann tut's mir leid. Wahrscheinlich wird dir alles vollkommen anders ausgesprochen. Fürst der Leere und aller Schöpfung, Herr der Ewigkeit und des Ethers. Impera, im Nominant, bitte höre mein demütiges Gebet. Vergib ihnen alle Sünden, erlöse sie von ihren Leiden und bringen sie ihren Seelen Frieden. Gut. Entschuldigung. Nichts Interessantes da drin, ne? Das Atheist bringt mir in der Kirche nicht viel. Das Heiligtum ist dem Impera gewidmet. Betet, auf dass euch ein klarer Blick gewählt wäre. Ja, da ist unser nächstes Story-Dingen. Jetzt hier, wo man da hin, gar nicht, ne? Warte mal, da ist doch irgendwas auf der Karte. Ach so, das ist hier, das okay. Da, wir gehen erstmal am Stern hier vorbei. Oh. Sieht sie manchmal echt nicht auf den ersten Blick. Sie findet es echt nicht auf den ersten Blick. Und da ist eine Katztruhe. Haben die uns irgendwie gesagt, was wir auch dafür bekommen, wenn wir die alle öffnen? Irgendwie nicht, ne? Mal da hoch. Muss mich doch umgucken. Da, über die Welt kann ich ja runterfallen. Nein, gut. Rollenspiel natürlich nicht. Mir ist echt Mühe damit gegeben, die ja gründlich zu verteilen. So, da ist jetzt aber noch irgendwas, wenn ich hier rumgehe, ne? Auch nicht so deutlich angezeigt hier auf der Karte. Oh, eine goldene, was gibt die nochmal? Blutklinge, Wuff, habe ich schon. Ist in allen Bereichen schlecht, außer dass es mir 30 KP gibt. Und solange ich die Fähigkeit noch nicht gelernt habe, sehe ich keinen Grund, die auszurüsten. So. Von hier kamen wir, ne? Wie habe ich die Leiter übersehen? Hier kann man runterspringen, okay.
Mal schon sagen, hätte ich du als erstes sehen müssen, da bin ich reingekommen wäre. So, hier kann man noch ordentlich den Stern ja umgehen, oder? Muss ja nur eine Sackgasse, wo ich irgendwie was sammeln kann und so, ne? Erste Truhe. Bernsteinmontur. Auch ich habe noch keine neue. Stimmt. Maximal KP plus 30 ausgezeichnet. Ja. Und auch wenn ich irgendwann einen Laden oder so finde, ich werde erstmal meine ganzen Sachen behalten. Aber man weiß ja nie, vielleicht können die andere Charaktere auch ausrüsten. Ne? Wird Sinn machen jedenfalls. Deswegen behalte ich erstmal, außer die Waffen vielleicht, ne? Aber ich werde die auch mal. Ich werde alles erstmal behalten. Vor ich weiß nicht. Irgendwie gesagt bekommen, ja, du kannst die ruhig verkaufen. Die bringen dann nichts und so. Ja, mal schauen. Also da war ein Kraut. So, ich will erstmal diese Truhe da öffnen, aber wahrscheinlich wird mich dieser Stern ja direkt weiterbringen, ne? So, hier sind noch Leute zum Reden. Dämonen haben meine Großeltern getötet, als ich klein war. Meine Mutter sagt, dass meine Tante, mein Onkel und meine Cousins von Dämonen gefressen wurden. Aber ich bin mir nicht mehr traurig gewesen. Aber ich bin nicht mehr traurig deswegen. Die Exorzisten haben die Dämonen getötet und meine Familie gerecht. Ich bin auch nicht traurig. Den Himmel sei Dank, dass es Exorzisten gibt. Exorzisten sind toll. So viel zum Thema Rachedurst. Ich habe so das Gefühl, Velvet mag diese Stadt nicht. Bretonen haben eine starke Resonanz und können mehr und mächtigere Malakien binden. Resonanz, okay. Wie in Tales of Hysteria, ne? Außerdem haben sie eine andere Uniform. Man erkennt sie also auf einen Blick. Die Abtei regiert die Welt. Man sollte also schon ein bisschen was über ihre Strukturen wissen. Ja. Alle lieben die, nur wir nicht. So. Na, oh, verdammt. Er geht direkt weg und... Naja, er braucht noch eine Waffe, ne? Ja. Worauf wolltest du hinaus, Velvet? Ich hab's nicht so verstanden. Öffnen dieser Katzkiste wird 15 Katzgeister benötigt. Ja, warum nicht? Ist ein Katz gefunden. Viereckige Brille. Ach, er gibt Accessoires. Was war das Geräusch nochmal? Das kommt mir bekannt vor. So, die Frage ist jetzt nur, tun diese Seelen respawnen oder? Wenn man die einmal gefunden hat, sind die dann immer weg. Also kann man die nur einmalig finden. Werde ich wohl herausfinden irgendwann. Was sollen wir nur tun? Das wird unsere Existenzgrundlage vernichten. Es gibt nichts, was wir tun können. Wir können den Befehlen der Abtei nicht zuwiderhandeln. Ich kann nicht glauben, dass es gekommen ist. Ja, Waffenshop. Nein. Das ist ein Katzzeichen, okay. So, du willst noch nicht mit dir reden lassen, okay. Boah. Junge. Koko, Fune no Kumiai. Daire, Ware Agaki o Shate. Mattaku da. Aizu ga shindeireba, konna mendou na koto ni wa. Ne, chotto. Fune no shuri o tanomitai ndakedo. Warum steht hier, Mann? Was? Nande? Wer hat das gesagt? Hey, das ist euer Junge. Teresa-sama. Nigon, Kuchi o kiite ii to kyoka shimashita ka? What? Teresa-sama, ware-ware no pasu wa iitsu made tsuzuku no de shou. Zenbu Daire ga yatta koto de. ダイルが縁石の密輸を行っていたことは明らか。放置した組合にも連帯責任を負ってもらいます。それが秩序維持のために清涼が敷いた規則です。違いますか？いえ。ダイルは我らが捕らえ、聴取の上処罰します。事件が決着すれば営業再開の許可を出しましょう。
Magilo ist jetzt auch nicht so für dieses Wetter angezogen. Okay. Blutbad, Dämonen. Klingt nach einem perfekten Job für Velvet. Deal ist eine Dämonenaktion. In der momentanen Kälte solltet ihr in der Lage sein, ihn einfach zu töten, während er überwintert. Denkt dran, er ist kein Mensch mehr. Er ist ein grausames Monster und verdient keine Gnade. Eiskalt. Deal ist eine Dämonenaktion. In der momentanen Kälte solltet ihr in der Lage sein, ihn einfach zu töten, während er überwintert. Warte, ich will mit deinen Kollegen reden. Hallo? Danke. Sich mit Dämonen anzulassen ist Wahnsinn. Sagt daher nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Ja. Okay. Warte mal. Steht da oben immer noch. Warum steht eiskalt jemand? Warum? Wen da runtertreten? Oh, Magilo. Schließ dich mir an. Du auch, Rogoro. Ist Magilo meine Heilerin? Nee, ne? So eine Hexe. Hexe. Gleich Angriffsmagie, ne? Also ich habe schon genug Rollenspiele gespielt, um den Unterschied zu erkennen. Und ja, ich weiß schon, der kleine Junge schließt sich uns auch irgendwann an. Ich nehme an, er ist vielleicht die Heilerfigur. Mal schauen. Die Resonanz ist ein göttliches Geschenk der Impera, durch das wir Malakim binden können. Wir Ordonanzen stehen an vorderster Front als Bollwerk, um die Leute von den Dämonen zu beschützen. Prätoren sind unsere Vorgesetzten, aber sie erfüllen auch zivile und wirtschaftliche Aufgaben und halten Messen ab. Das ist kein Posten für schwache Nerven, ich habe jetzt überhaupt nicht aufgepasst. Ist diese eine Frau so eine... Boah, ich habe schon... Boah, diese ganzen Fremdwörter, ne? Prätoren, meine Güte. Boah, ich werde alles... Ihr werdet alles noch irgendwann drauf haben, aber Moment, noch nicht. Es ist ein wundervoller Ort zum Leben. Die Exorzisten sorgen dafür, dass es wirklich sicher ist. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn es etwas wärmer wäre. Ja. Ein 40 davon? Schnaps ist ein Getränk für Erwachsene und Nährstoffe für die Seele. Er wird überall anders gebaut, aber trinkt man ihn, dann wird man betrunken. So sieht's aus. Fix. Wow. Weise Worte. Ich danke dir. Was ist das? Ist das ein Itemladen? Also ein Gespräch. Da oben, okay. Oder ihr? ヘラビーサにいる間はゴーマに襲われる心配はしなくていいぜ。ここは清涼の一党隊まし。テレサリナレス様が守る町だからな。なんて、フラーフォンファインオラ?大した人なのね。そう。小説の隊まし。と称えられるお方だよ。氷のように冷徹。え、そう、カルテアツイエスとラバット。彼、まさにヘラビーサにふさわしい秩序の騎士。この町が、かように白く美しいのは、テレサ様がおられるからこそなのだ。 正しき秩序を乱すものは人もゴーマもあの方の一別で魂までも殺す。俺もあの冷たい瞳で汚れたものを見るように見つめられたい。テレサ、my love。こんなに放置したいってことはまるで好きがないわけでもなさそうね。どうすんくない。やばい、少し、私は奴の奴さんに、リベテレーザー。
Er hat ein Problem. Du siehst wichtig aus. Die Männer an diesem Tisch, sie sagen schreckliche Dinge. Ich werde es der Abtei melden. Tavernen sind dafür da, um den Abschaum der Gesellschaft herauszufiltern. Ist nicht gerade in Tavernen immer der Abschaum vertreten? Aber ich sage gar nichts. Zu alle mit der Ordnung und allen Regeln, verflucht seien die Exorzisten mit ihren Herzen aus Stein. Sag mir, was ist ein Leben denn wert, wenn man nicht mal mehr etwas trinken kann? Du sagst es. Was, beschwipster Bursche? Du sagst es, ich wäre beinahe mit den Dämonenpest einzufangen, damit ich stattdessen ihr Blut trinken kann. Was? Mal sehen. Ah, da war so eine. Ha. Irgendwann wird der Punkt kommen, dass ich vor der Truhe stehe und ich habe nicht genug Seelen. Ne? So sieht's doch mal aus. Weil wenn wir dadurch Accessoires bekommen, ist es mir das sogar wert. Wo ist da? Das ist eine Taverne, ne? Gasthaus. Achso, ich dachte, da liegt was. Heute ist es soweit. Ich werde sie ansprechen, aber ich muss einfach nur normal mit dir reden. Ganz natürlich. Warum ist das so schwierig? Hat die Maid, die da stand, oder wie? Am Steinsplitter, so einfach aus Feuer rausgegriffen. Junge, ist das kalt hier? Was? Wärme dich am Herd. Willst du etwas Suppe? Du musst nicht schüchtern sein. Das Abteil sagt, dass wir einander helfen sollen, nicht wahr? Kann ich an die Dinger rein? Nö. Ist immer schön markiert. Für Idioten, für mich. Wie mich. Die Schiffsgelände steht unter Schutz der Abtei. Sie haben aus dieser Stadt den größten Handelsplatz des Nordens gemacht. Hella, wie? Es ist eines der letzten Jahre unverschämt reich geworden. Ich weiß, was du meinst. Will ich mir erst nur ein, oder nimmt sich die Gilde mehr als den Anteil, der ihr zustimmt? Ei, aber ich bin nur ein kleiner Händler und vielleicht ist es ja der Neid, der aus mir spricht. Ja. So, Seele. Ruf. Wie kann man eigentlich nur so blöd sein und seine Seele irgendwie beim Fest mal irgendwie verlieren, ey? Blöd sind die Viecher eigentlich. Ich dachte, es wäre irgendwas Ernstzunehmenderes mit diesen Seelen, aber nein, das ist für Katz. Komm, ganz schön kalt da draußen, oder? Kommt rein und ruht euch etwas bei uns aus. Obwohl, es geht vielleicht. Oh nein. Kein Skit. Lunas Lächeln. Ist auch Celestias Lächeln irgendwo? So, und das Roguro. Das war richtig, oder? Heutzutage ist ein Malak so normal wie ein Hund oder eine Katze. Aber als sie vor 3 Jahren das erste Mal aufgetaucht sind, hat es uns die Augen geöffnet. Wo kommen sie her? Was meinst du? Sie scheinen lebendig zu sein, aber sie antworten nicht, wenn man sie anspricht. Sie sind echt rätselhaft, oder? Birdsley und Hellavis sind Dörfer im eisigen Westen. Ich warne euch, das sind kein Ort für anständige Menschen. Die Abtei ist niemanden weiter nördlich als bis zu den Kontrollpunkt bei den Ruinen von Faldis in den Figal-Eisspitzen. Wenn ihr durch wollt, vergeudet ihr neuere Zeit. Bis jetzt höre ich auch noch keinen Namen, so ortmäßig, den ich aus Tales of Hysteria kenne. Falls ich nur irgendeinen Ort aus Tales of Hysteria kenne. Die Abtei gibt den Leuten besonders von Malak gespielten Waffen, die gegen die Dämonen helfen. Ich habe gegen diese Monster keine Chance, aber ich bin bereit, alles zu tun, um die Sicherheit zu bewahren. So. Das war schönes gefunden. Jetzt mit 2 Schwertern, oder? Du hast echt was gefunden. ありがたい。で、手伝ってくれるの。もちろんだ。そっちの守備はどうだった？なるほど。ダイルという棘のゴーマを探す。わあ、だ、いさおの。リング。ダイルの故郷を当たってみるつもり。頑張ってな。一緒に行くの。見ろ、アップ。わしもなかなか忙しい身でな。裏切り者を探さんといかんのじゃ。それに食べられたらかなわんしな。こう見えてもグルメなのよ。ではなおさらぶないよ。
Da haut sie einfach ab. Und wir haben Rokuro in der Truppe, der nur Level 6 ist. Nein. Wird sofort gespielt. Ha, ich kann mit einem anderen Charakter umlaufen. Ausgezeichnet, warte mal. Läufst du langsamer als... Ganz klein ein bisschen langsamer als... Wow, wir haben viele Quests hier. Okay. Geil. Du hast zwei Waffen, sag ich doch. Fremdartige Dolche, Talisman, natürlich Weste. Hier werden wir natürlich erstmal steuern. So, die Ringe können alle hier tragen. Und die Kampfstiefel. Bernsteinstiefel. Der hat schon die besseren Sachen hier. So, Kampfstiefel. Was, wenn du erstmal die trägst? Oder? Das war doch jetzt so, ne? War jetzt richtig, ne? Ja. Du trägst jetzt mal die Kampfstiefel. Du musst so oder so noch Sachen lernen. So, was haben wir denn noch hier? Nehmen wir Artverteilung, oder? Wie sieht denn deine Werte so aus? Wie geht es natürlich darum, dass du noch ein Level weniger bist als die Velvet, aber trotzdem. Nickte Fähigkeiten. Okay. So, wenn ihr, also ich muss den auch noch hier. Hab perfekt. Blitz, mir eine Klinge. Kata 1, Feuerzunge. Okay. Sind halt 1, 2, 3, 4. Sind nicht Dingens. Trugbildtanz, SG 9. Ach, so viel verbrauchen die, genau. Sollte ich die irgendwie auch so in so ein Ding einsetzen, wo die. Warte mal, Trugbildtanz habe ich. Purpurblitz, verborgene Klinge. Welche fehlt mir ja? Knochenbrecher. SG 6. Ja, komm. So. Gut, alles klar. Ich glaube, viel werden wir in diesem Part nicht mehr schaffen, ne? Hier sind ganz viele Dingens. Oh, Yaku ga iru. Shitteru ka, Velvet? Yaku no shippo wa saikoukyū no kabuto no kazari ni naru nda ze. Hee, kyōmi nai kedo. Ore no jikka ni mo Yaku no o zeitaku ni tsukatta migoto na kabuto ga atte na. Yoku uwasa saretan da. Rangetsu ni sugitaru mono ga 2つ ari. Yaku no kabuto ni tachi gōran te na. Anta no ie tte kirawarete teru no ne. O? So nano ka? Jax. Okay. Also ja. Na okay, ich habe das Gefühl, er läuft ein ganz klein bisschen langsamer. Kitaka. Schossenkumiano teilte Kokashiga. Goma ni natta soda. Nakama no senyo kuikoroshite nigetan da toka. Goma byou ga machi no naka de. Umbringen. Sie sind nicht mehr. Das kann, sind sie alle. Nicht du, Velvet. Du hat sich in einen Dämon verwandelt. Er stammt aus diesem Dorf. Wir können keine Fremden an den Ort lassen. Ist im Dorf, dem mit den Leuten, die nicht auf Abtei hören wollen? Ist auch klar, dass es so kommt. Hier lag was. Ha. Soll vielleicht auch mal im Waffenladen nachgucken, ne? Hab ich auch gar nicht gemacht, ich Idiot. So, soll da rein? Ne, hier, hi. Na, Kleiner. Na, Kleine. Wir sind 3 Stück.
丁目の命運は極まる。面白い策だ。一丁目との同盟、承諾しよう。おう、これで今年のヘラビーサ子供雪合戦の派遣は我らのものだ。いざ、名役の杯を交わさん。ずいぶん本気の雪合戦だな。くく一丁目に炎行均衡の刑を授けたのはこの私。これで二丁目なきやと、一丁目と三丁目は総力を挙げて私有を決することになる。消耗して勝ち残った方を我ら四丁目が撃つ。これぞ漁夫の理。うっさー、ちょよ。二個強食の刑なり。子供の世界も甘くはないな。まさに合戦ね。Alter, Velvet. Hey, was machen die denn da? Lass uns drüber reden, wenn wir etwas gegessen haben. Gut, es gibt mir zu Hause heute Mabo Curry zum Mittag. Echt jetzt cool, ich wünschte, ich würde bei dir wohnen. Mabo Curry? Manche Leute sind echte Glückspilze. Was ist nur aus den alten, ich werfe einen Schneeball auf dich geworfen? Das hat mir damals gereicht als Kind. Das ist serious business, oder was? Ich war als Kind. ここまで寒くはなかったよ。寒さも雪も氷もこんなにひどくはなかった。ああ、それは間違いないよ。こういうのなんて言うんだっけ、寒冷化。そう、それ清涼も世界が寒冷化してるって言ってるよ。おかげで防寒着も余計にいるし、薪代も雪かきも大変だよ。まったく、その寒冷化ってのは誰がやらかしてるんだい。いや、私のせいじゃない。Wo ich mich gleich rum. Ah, ist das kalt, kalt, kalt. Es ist so kalt, dass mir ganz heiß wird, wenn ich mich darüber aufrege, wie kalt es ist. So, wir schauen jetzt noch mal ein letztes Mal hier beim Waffenshop vorbei. Und dann werden wir den Part beenden. Ich werde jetzt nicht raus aus der Stadt gehen, naja, weiß ich nicht. Ich komme wieder nicht. Irrsinnig lange Cutscene und so. Und ja. Ja, einige ältere Stücke hier sind aus dem Gleim, aber was die Händler mir sagen, ist mir relativ Latte, ehrlich gesagt. So. Ha, Angebot. So, ich habe. Steht hier, was ich. Ob ich die Dinger schon hab? Nee, ne? Aber wir haben wieder hier so ein Ladenlevel. So. Boah, ich komme irgendwie nicht klar mit dem Interface hier. Steht denn, was ich hier schon hab? Oh, Bernsteinstiefel. Lammstiefel. Du wirst noch eine lange Zeit das ausgesetzt haben, deswegen mal Bernsteinstiefel schon mal kaufen. Bei Sieg, Angriff. Ist er auf Angriff oder Art Angriff ausgelegt? Er ist auf Art Angriff ausgelegt. Oh Gott. Dann nehmen wir die hier. Ha, gut, ich mal Level 1 Welt bekommen. Da steht im Besitz. Okay, Feuerring. Kann vielleicht nicht schauen, wenn ich von allem irgendwie ein oder so. Ich sollte vielleicht Apfelgelees und so kaufen, ne? Du hältst ab hier jetzt einen Preisnachlass. Oh geil. Wenn Titus Wanderer ist, wird überwiegend auf Karte um 10%. Warte mal, sind da passive Dinge? Ich weiß bis jetzt immer noch nicht, wo die sind. Warte mal, wo sind diese Dinger hier? Ach, das sind passive Dinger oder was? Oder? Ach so, so ein Geld, die Fähigkeit, eine zufällige Fertigkeit auszulösen. Die 6 Basiswerte erhöht. Erhöht die Bewegungsform auf der Karte um 10%. Wenn du für gewisse Zeit abwehrst, wird der Einsatz von Schussladung ermöglicht. Gabst du noch einen Abwehrlauf von 1 Sekunde zu fordern? Das sind passive Sachen, oder? Ja, sonst habe ich noch nichts. Ich habe ja nicht die Collector's Edition, wie sonst auch immer. Na, gucken wir mal. Ich habe jetzt 2 Charaktere, also vielleicht brauche ich ein paar Tränke des Lebens. Hm.
Fernsteinmontur habe ich. Die können nur Dingens. Sehe ich auch hier. Ach, da rechts neben sieht man, ne? Ja, okay. Links meine ich. So. Ah, ja, ich kann auch 15 tragen, ne? Ja. Das ist nicht so ein geiler Effekt, finde ich. Ja, eine Art Fokus. Komischerweise hast du nicht mehr die Waffen. Warte mal, da war noch was. Also. Aber jetzt komischerweise keine Waffen für Rogoro dabei. Wo hat der seine Schwerter gefunden? Egal, ich würde dann aber auf jeden Fall sagen, ich beende den Part hier. Werde speichern nach dieser Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Berseria. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.